Ja, ich wollte ein bisschen was über Clojure erzählen und wie man das nach JavaScript kompilieren kann. Weil Clojure in Java irgendwann mal gebaut wurde, ist da auch noch eine JVM mit bei. Und das Ganze ist dann fürchterlich ressourcenhungrig und deswegen Spiele programmieren. Warum denn auch nicht? Und Gründe, weiß ich nicht. Und ich habe da irgendwann mal schon mal ein bisschen was gebaut. Upsi. Und wollte quasi mal so ein bisschen den Weg dahin zeigen. Also dementsprechend gibt es Live-Coding, dementsprechend wird definitiv irgendwas schief gehen und hoffe mal, dass irgendwas dabei rauskommt. Also Clojure ist ein Lisp und wurde von Richicki irgendwann mal erfunden. Das ist so ein Typ mit Lockenkopf, den erkennt man immer. Und der hat gesagt, also der hat schon ganz viel Erfahrung in C gehabt und in Java und in C++ und auch in Common Lisp. Und er meinte, Mensch, Common Lisp ist einfach allem anderen total überlegen. Einfach weil kürzerer Code rauskommt und möglichst wenig Code hat auch möglichst wenig Fehler und pipapo. Und er hat gesagt, das ist eine ganz feine Sache. Und dann hat er irgendwann sich mal ein Jahr lang irgendwo hingesetzt und hat dann Clojure gebaut. Gleichzeitig sagte er, Objektorientierung ist mir zu blöd, ist mir zu komplex und funktionale Programmierung ist halt viel besser. Okay. Und ich mache, wenn ich nicht Freizeit habe, Java, und dachte mir, Mensch, funktionale Programmierung ist ja gerade eh voll der Hype und so, und dann will man ja auch mal vielleicht mal was komplett anderes lernen, vielleicht etwas mit vielen Klammern und überhaupt, und JVM ist aber immer noch relativ nah und es hat auch ganz guten Interop zwischen Clojure und Java-Bibliotheken, und wenn eins an Java gut ist, dann ist es das Userland, also die ganzen Bibliotheken. Also war das irgendwie alles naheliegend. Naja, und ich habe mir dann ein Projekt rausgesucht und dachte mir, Mensch, Spiele programmieren möchte doch eh jeder machen, und dann habe ich das halt gemacht. Kam eh nur Scheiß bei rum, aber ich habe ein bisschen was gelernt. So, und was Clojure neben seiner funktionellen Programmierung auszeichnet, ist, dass Datenstrukturen dort immutable sind. Also wenn man eine Map oder eine Liste oder einen Vektor ändert, ändert sich nicht der Originalvektor oder Map oder Liste, sondern man kriegt eine Kopie davon zurück. Also eine geänderte Kopie. Was bedeutet, dass man, dass Spielprogrammierung total schlechte Idee ist in so einer Programmiersprache, weil man halt immer diesen riesen Overhead hat von ich kopiere mir Geschichten. Also die kopieren klug, es hat wenig Overhead, aber es ist immer noch genug. Insofern noch eine viel bessere Idee, dafür Clojure zu nehmen. Und dann dachte ich mir, ja, auf dem Desktop so ein Fat-Client irgendwie sowas zu bauen, das ist mir zu blöde, also mache ich das im Browser, noch eine beschissenere Idee. Also fantastisch. Dementsprechend lebt sozusagen das Programm, was man so hat, nicht irgendwie oben in irgendeiner Klasse mit irgendeinem fetten State oder sowas, sondern für meinen Geschmack sozusagen in den Rückgabewerten und in den Parametern von Funktionen. Also man gibt immer so Daten durch die Gegend. Zusätzlich kommt da auch noch dazu, dass Clojure immer so ein bisschen data-driven ist. Ne? Hier ist ein Klumpen Daten, mach irgendwas damit und gib mir die gerne zurück oder sowas zum Beispiel. Also dachte mir, haben wir erstmal ein Game State. Ja, das ist diese Variable hier oben. Also es ist keine Variable, es ist ein Symbol. Variablen gibt es nämlich nicht. Variablen haben State. State ist böse. Das ist, wie man so wunderschön sieht, an diesen geschweiften Klammern hier. Das ist eine Map. Ich zoome es einfach für mich noch ein bisschen größer. Ah, nein, nicht zu klappen. Also, die Map hat erstmal einen Canvas-Eintrag. Also Doppelpunkt irgendwas ist ein Keyword. Das kennt man vielleicht aus Ruby. Das sind Konstanten, die einfach nur einen Namen haben und keinen Wert. Also sie sind ihr eigener Wert. Also haben wir erstmal ein Canvas, das ist, ich hole mir aus einem Stück HTML ein Element by ID, die Funktion ist hier oben definiert, mit der ID Game Canvas. Hier habe ich das noch nicht, doch genau. Dann hole ich mir davon den 2D-Kontext, damit ich auf diesem Canvas 2D malen kann. Pack mir das in CDX. Habe eine Target Frame Rate, die ich haben möchte. Ich kenne die Dimension meines Game Canvas. Ich habe ein Input erstmal, so User-Eingaben. Das ist eine Submap mit einer Direction, die erstmal unbekannt ist. Deswegen das Fragezeichen. Und ich habe einen Player, weil Player halt. Der hat Koordinaten, x, y und eine Breite und eine Höhe. So, das ist erstmal unser Game State, den gibt es für den initialen Anlauf und so für Referenz, so wie sieht eigentlich mein State aus. Und ab dem ersten Frame wird diese Map dort nie wieder benutzt, weil wir sind ja immutable. So, dann merke ich mir noch, weil wir ja im Browser sind, alles hoch asynchron ist, aber unsere Game Loop ja eher synchron ist.
Müssen wir uns merken, welche Keys gerade down sind, also welche Knöpfe gerade gedrückt sind. Closure hat natürlich auch State, aber handelt den explizit. Deswegen haben wir hier ein Atom, also eine atomare Geschichte. Die wird vorinitialisiert mit einer leeren Map. Ich hab mal ein bisschen was vorbereitet. Ne? Und wenn wir Werte aus dieser Map haben wollen, müssen wir sie explizit dereferenzieren. Das macht man mit so einem Add. Und dann habe ich hier eine kurze Funktion gebaut, sag mal so, welcher Key ist denn gerade dieser eine Key down? Man kann so einen Code dazu reingeben und mit einem Get fragen wir dann, holen wir uns dann mal aus der Keys down Atom die Werte raus, sagen, wandeln diesen Code dann noch in ein Keyword um und Standardwert ist false. Also ich könnte dann in diese Key down Funktion, könnte ich dann sagen, arrow left, ist der gerade gepresst oder nicht? Und diese Funktion würde mir dann True oder False zurückgeben. Um dann diese Map auch zu befüllen, habe ich hier mal so Event-Listener hinzugefügt. Die sehen fürchterlich hässlich aus. Das kann man dann auch mal zugeklappt lassen. So, und das einzige Spaßige an der ganzen Geschichte ist dann der Game-Loop. Ich mache das Fenster einfach mal breiter. Ich wollte es eigentlich so schön parallel haben, aber das machen wir gleich anders. So, können wir mal sehen. Also Spieleprogrammierung, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr davon so wisst, aber meines Erkenntnisstandes ist es immer so, man hat einen Game Loop, der besteht aus einem Update und einem Draw Step und im Update Step wird halt viel Logik gemacht und im Draw Step glaube ich weniger. Also der Update Step sagt einfach nur, welche Eingaben habe ich gerade, wie viel Uhr ist es quasi gerade, also wie viel Zeit habe ich schon im Spiel verbracht und dementsprechend werden Werte weggeschrieben und im Draw Step dann vielleicht mit Double Buffering oder sowas ein neuer Frame gezeichnet und dann hingemalt. Dementsprechend, der Game Loop nimmt einen Game State entgegen, sagt dann, berechnet sich dann einen New State, also einen New Game State, der wird gerade befüllt mit dem eigentlichen Game State, ruft dann einen Draw Step auf mit einem Game State und weil wir in JavaScript sind, sind wir asynchron und machen hier ein Set Timeout. Was ihr hier seht in dieser Zeile ist das JavaScript-Interop. In Closure werden Namespaces mit Slashes getrennt. Dementsprechend haben wir erstmal einen JavaScript-Namestate. Was? Namespace. Namespace, danke. Wo wir dann zum Beispiel auf das Window-Objekt zugreifen können. Das Window-Objekt hat die Funktion setTimeout, die wir mit Punkt aufrufen. Dann der erste Parameter an setTimeout auf diesem js/window ist ja immer die Funktion, die dann aufgerufen werden soll. Das ist eine anonyme Funktion, da holen wir uns einen Animation Frame, damit das alles schön flüssig ist und geben dort dann die GameLoop-Funktion rein mit dem NewState. Das heißt, wir werden dann innerhalb der Target-FPS, die wir uns hier so eingerichtet haben, die 30, nach ungefähr so und so viel Millisekunden wird dann die Game Loop Funktion neu aufgerufen mit dem neuen Game State. Genau. Das kann ich hier schon mal ein bisschen zeigen. Das sieht nämlich so aus. Wir rennen hier gerade theoretisch mit irgendwie so wahrscheinlich irgendwas zwischen 28 und 30 FPS. Wird gerade dieses Rectangle hier, das ist das Canvas, wird das gerade leer gemacht. Oder? Nee, es wird aber gar nichts gezeichnet. Genau, so war das. So, ich habe mir aufgeschrieben, was ich machen wollte. Was wir mal machen könnten schon mal im Vorfeld ist, dass wir uns einfach mal den GameState ausgeben lassen. Da sehen wir hier unten, kann ich da auch reinzoomen? So ein bisschen. Man sieht hier, also wir erreichen irgendeine Framezahl und wir sehen hier den GameState dazu. Ich werde das ganz schnell wieder wegnehmen hier. Wenn wir nicht ganz so sehr sterben. Und was ich als erstes machen wollte, ist, ich hatte mir überlegt, dieses Dereferenzieren dieser Map hier dauert vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht genau. Also schreiben wir uns das erstmal am Anfang des Update-Steps in den GameState rein. Das können wir mit dem Asoc machen, also für Associate. GameState. Das schreiben wir nochmal an die Stelle. Sollen wir nochmal nachgucken? Input, genau. Dann machen wir ein SOC-In. Wir haben ja den Schlüssel Input, der ist ja schon da. Da gibt es auch den Eintrag Direction.
ich möchte mir gerne die gesamte Keys-Down-Map mitten in den Input reinschreiben. Also schreiben wir das unter den Schlüssel Keys und dereferenzieren hier das einmal. Der hat sich hier auch schon abgedatet, aber der gibt mir ja nichts mehr aus. Also können wir hier mal ein println Doppelpunkt Input auf GameState. Also wir unter Closure, runde Klammer auf, bedeutet, wir initialisieren erstmal eine Liste. Der erste Eintrag ist die Funktion, alle weiteren Einträge sind die Parameter an dieser Funktion und wird dann auch direkt ausgeführt. Man kann auch Keys oder Keywords als Funktion benutzen auf eine Map. Das bedeutet, gib mir den Eintrag an dieser Stelle, unter diesem Key. So, jetzt haben wir hier, also ja, da, wir haben die Direction, die immer noch unbekannt ist. Warum? Weil wir hier also immer noch nicht aufrufen, den Update-Step. GameState. So, jetzt haben wir hier die Keys. Jetzt drücke ich mal den linken Pfeil. Rechten, den hoch, den unten. Hier sind alle gedrückt. Nee, false steht dahinter. Ich drücke jetzt mal dauerhaft links. Aber vorher waren sie gar nicht drin? Vorher waren sie gar nicht da. Die Map wird einfach quasi lazy befüllt. Ich jetzt hier so mache. Aber dann irgendwann sowas. Upsi. Anscheinend bin ich auch auf F5 gekommen, okay. vor allem bin ich jetzt da unten im Fokus. Klick. Ah, so. Da kann man auch immer schön gucken, welchen Keycode eigentlich welche Taste hat. Das weiß man auch nicht mehr unbedingt. So, das Dumme ist übrigens, ich habe hier, das ist eine Rappel, die ich von der Konsole noch kriege. Das ist ein Plugin für das Bildtool, Figwheel heißt das. Das verbindet sich mit dem Browser und macht mir hier noch eine Rappel auf und das ist alles total abgefahren. Könnte ich hier wahrscheinlich auch gerade jetzt Keys Down referenzieren? Nö, kann ich nicht. Was bedeutet halt auch, dass diese ganzen Set-Timeout-Funktionen im Browser, die leben die ganze Zeit weiter. Glaube ich. Ab und zu muss man mal F5 drücken, damit man nicht komische Ergebnisse kriegt. So, dann wollte ich die Direction mal wegschreiben. Wir kriegen jetzt ja aus AsocIn, kriegen wir den neuen GameState zurück. Der wird implizit zurückgegeben. Also können wir darauf jetzt direkt weiterarbeiten, auf diesen Rückgabewert. AsocIn diesen Rückgabewert. So, nein. Da hängt mir Openbox dazwischen. An der Stelle Input Direction. Das ist ja das, was mit dem Fragezeichen vorgefüllt wird. Jetzt wollen wir mal gucken. Im GameState haben wir ja die Keys Down schon drinstehen. Und was Case? Nee. Condition war es, glaube ich. Doppelpunkt Left. Wie war das jetzt? Mal kurz überlegen. Ich will gucken, ob. Ah, so war das. Contains. Das ist jetzt fürchterlich umständlich hier. Nehmen wir es mal so. Key down. Arrow left. Dann wollen wir einen Doppelpunkt, wo ist, da ist Westen. Key down, right. Also könnt ihr euch vorstellen, was das wird. Ich kann das auch mal ein bisschen klüger machen, ne? So zum Beispiel. Nicht mit den Klammern durcheinander kommen. So. So. Habe ich das gespeichert? Habe ich. So, machen wir noch ein bisschen Printline-Debugging. Dir nil. Okay, das ist auch schön. Dann können wir hier nämlich ein Default-Case machen. Den hier. Kaputt.
Else, ich bringe das immer durcheinander. Es gibt Case und Cont. Und das eine braucht eine gerade Anzahl an Parametern, das andere nicht. So, jetzt habe ich hier weiter ein Fragezeichen stehen. Ja, das Cont ist quasi ein If-Else und Case ist ein Switch-Case, was ein Default-Case eben braucht. Ja. So, und jetzt haben wir hier, wenn ich hier links drücke, haben wir Direction West stehen. Wenn ich abdrücke, haben wir Direction North stehen. East und South. Ich zwar gleichzeitig drücke, muss er sich irgendwie random entscheiden oder so, weiß ich nicht. Dann passiert halt irgendwas. So, was wollte ich als nächstes machen? Draw Player. Okay. Dann wollen wir auch mal ein bisschen Action haben. Muss ich mir gleich nochmal die nochmal die bisschen API rein, kurz reinziehen. Wir wollen jetzt erstmal, wir wollen halt ein Kastenzeichen, da wo der Player gerade ist. Dafür brauchen wir erstmal die Player-Information und den Kontext. Also haben wir hier mal einen Player. Das ist, ich glaube, doppelt ein Player auf GameState war das, ne? Ja. Und dann wollen wir den Kontext sagen. Damit haben wir dann schon automatisch alle wunderbaren Informationen, die wir zum Zeichnen brauchen. Ich will jetzt aber nicht auf diesem, nee, Kontext soll da bleiben. Player ist ja eine Untermap mit X, Y, Width und Height. Da will ich jetzt nicht weiter drauf rumeiern und mir die einzelnen Werte rausholen, sondern ich will mir das mal ganz dynamisch dekonstruieren lassen. Kann das dann so machen. Das ist so ein Destrukturieren halt. Und kann jetzt sagen, Punkt fillRectangle war das, glaube ich, auf dem Kontext. Und dann kommt da noch ein Haufen Parameter rein. Ne, das habe ich hier leider nicht. Muss ich tatsächlich nochmal schnell googeln gehen. Das tut mir leid. fillRectangle XY width and height. XY width and height. Das ist wahrscheinlich noch fillColor oder sowas. fillStyle, da war es gerade. Naja, okay. Jetzt haben wir schon mal ein schwarzes... Ah, das reicht auch, ganz wunderbar. Jetzt haben wir ein schwarzes Rechteck und wenn ich jetzt hier irgendwie Pfeiltasteneingabe mache, passiert natürlich gar nichts, weil wir die Werte von diesem Player ja nicht ändern. Also müssen wir nochmal in den Update-Step reingehen. Jetzt haben wir ja schon die Input hier in unserem Game-State drin stehen. Hätten wir hier auch schon. Also müssen wir da noch ein Assoc-In machen. Wie ihr seht, ne, das wird immer, das schachtelt sich immer tiefer. Das ist also voll für den Arsch und da gibt es dementsprechend ein Threading-Makro. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Assoc-In. So, und dann können wir mal das nächste Assoc-In. Und zwar mit den Werten. Was da jetzt passiert ist, dass wir einen Initialwert vorgeben, den GameState, und danach eine Liste an Funktionen weiter eintragen in dieses Threading-Makro. Und dann nimmt den ersten Wert, den Initialwert, und packt ihn an diese Stelle, nimmt davon den Rückgabewert und packt ihn an diese Stelle. Und das ist wirklich so ein, bup, 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 so ein Threading halt. Ja. Fädelt das da so durch die Forms. Das, der Pfeil heißt zufällig genauso wie in Haskell. Naja, das ist das Thread-First-Makro. Ja. Es gibt noch das Thread-Last-Makro. Ja, ja. Da packt das immer an die letzte Stelle. Das ist mir ganz toll, wenn man nach diesen Funktionsnamen googeln will. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Assoc-In. So, dann brauchen wir hier den Player. Ja, hieß immer noch Player. Wir wollen ja die X- und Y-Koordinaten ändern, abhängig von der Direction, die gerade da drin steht. Dann brauchen wir wahrscheinlich keinen Assoc, sondern ein Update. Der Unterschied ist, beim Assoc geben wir die quasi statisch die Werte rein. Beim Update packen wir jetzt eine Funktion rein. Funktion sieht so aus, fn. Und dann kriegt man Parameter. In diesem Fall ist es der Eintrag, der gerade in Player drin steht. Wo auch noch ein einfaches Update reicht, wenn wir da keinen Pfad sozusagen reingeben. Player. Und was mir gerade auffällt, ist, dass wir hier keine Referenz auf den GameState haben. Das ist natürlich ein bisschen doof.
Jetzt bin ich gerade mit den Schleudern hier. Update Player, Game State. Machen wir es so. Update Player. Kracht es ja schon. Jo, wunderschön. Kontext ist null, genau. Jetzt ist uns die ganze Scheiße hier nämlich hingefallen, weil Update Player nicht zurückgibt. Und dementsprechend gehen wir hier jetzt einfach nüscht zurück und dann fällt der Drawstep unten voll auf die Nase. Das ist auch immer so ein schönes Problem. So, dann geben wir uns erstmal die Direction. Get in Game State. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie auf diesen Game State updaten, wird eine neue Map erzeugt. Also haben wir jetzt hier schon irgendwie 4 oder 5 pro Schritt. Und das wird dann nämlich immer richtig toll. Dir. Und dann haben wir so einen neuen den Player rein. Player Game State. Und machen wir mal einen Case hier. Direction. So, dann haben wir hier nämlich, können wir nämlich auch einfach Konstanten reingeben. Und überlegen. Was machen wir schnell? Game State Player X. Nach Westen ist links, also machen wir ein Dekrement. Dann machen wir es mal schlau und kopieren das hier. Also Update sagt ja, du kriegst eine Funktion. Also andersrum, Update-In sagt, nimm diese Map, diesen Pfad da drin quasi und dann als dritten Parameter erwarte ich eine Funktion, die ich den aktuellen Wert für diesen Pfad reingebe und du gibst mir den neuen Wert für diesen Pfad zurück. Und Update-In selber gibt dann die gesamte Datenstruktur zurück. Insofern können wir jetzt hier Sachen tun. Insofern können wir einfach das hier so schreiben und Update-Player wird den gesamten neuen Gameset zurückgeben. XY00 ist links oben. Hier wollen wir das dann increasen. Und North fehlt noch. Yank. Decreasen. Und Standardwert ist der Game State. Und die übersehen. Bitte? North muss noch Y bei Player. Oh ja. Aber was passiert, wenn ich es hochdrücke? Er fährt nach links. Schön. So, F5. Findet sich neu mit der Rappel. Und dann brauche ich noch einen Fokus. Und wie wir sehen, ziehen wir so einen schönen Kasten hinter uns her. Oder so eine Linie. Wir spielen ja quasi eine Art von Snake. Das kommt natürlich daher, dass wir hier im Draw Step nicht das Canvas zurücksetzen. So, dann gibt es hier ein Clear Rectangle auf dem Kontext und ich glaube, da geht man auf XY Width und Height rein. Also gehen wir da mal. Machen wir es anders. Zack, zack. Dimensions. Ja, D reicht. Dimensions auf dem Game State. So, dann sagen wir einen Punkt Clear Rectangle Kontext 0, 0, weil wir wollen ja links oben anfangen. With D. Und die Height auf den Dimensions. So, jetzt haben wir das schöne Problem, dass zwei Threads quasi gerade gleichzeitig laufen, zwei Game Loops. Da kann man in diesem Plugin was hinterlegen, dass er was machen soll, wenn sich der neu verbindet, der Browser. Naja, wir brauchen sowas. So, und dann können wir jetzt ganz wunderschön das Ding hin und her fahren. Die Sache ist jetzt die, dass wir von den FPS abhängig sind, wie schnell sich das bewegt. Weil wir jedes Mal einfach plus 1 draufrechnen. Wenn ich jetzt mal 60 draufrechne, gucken wir zum einen, ob der die Scheiße hier hinkriegt. Und zum anderen müssen wir jetzt Glück. Ja, bewegen uns jetzt so ungefähr doppelt so schnell, aber immer noch kommt langsam. Naja. Nochmal 30 zurück. So, und dementsprechend. Draw Player. Jetzt haben wir auch schon Movement. Jetzt brauchen wir noch das Timing. Was jetzt nämlich interessant wird, ist, dass wir abhängig von der vergangenen Zeit zum letzten Loop
Schritte machen wollen. Das birgt nochmal ganz eigene Geschichten, aber naja. Das ist dann so ein bisschen quasi fortgeschritten. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Es gibt speziell für solche Geschichten gibt es tatsächlich eine passende Browser-API. Now, js/performance, genau. Das können wir hier auch im Browser noch ein bisschen probieren. Quatsch. Es gibt nicht das Performance-Objekt. Und das gibt eigentlich unbedingt die Zeit gerade zurück, sondern gibt einem eine Zahl zurück, die entsprechend zur Zeit hochgezählt wird. Also wenn man nicht gerade unbedingt die korrekte Zeit braucht, sondern einfach nur, wie viel Zeit ist jetzt seit eben vergangen, dann ist das wunderbar. Wir haben ja auch hier die Time Origin. Jeder, der schon mal in JavaScript sich ein Date erzeugt hat und dann den Unix Timestamp davon sehen wollte, wird wahrscheinlich gesehen haben, dass die letzten drei Stellen immer 0 sind. Das sind die Millisekunden oder sowas. Und Performance macht das eben nicht. So, was wir hier halt zurückkriegen, ist irgendeine Zahl, die sich aber entsprechend zur Zeit halt eben fortbewegt. Ich glaube, sie springt auch nicht wieder auf 0 zurück oder irgend sowas. Die können wir jetzt nämlich ganz wunderbar benutzen, um die Millisekunden zurückzukriegen. Und dann eben so ein Timing hier zu machen. Und dann können wir hier auch noch ein OldNow nehmen. Dann können wir eben den Game State hochschauen. Hier haben wir nämlich überhaupt noch überhaupt nichts. Ich gruppiere das mal so in einer Untermap. Now 0, elapsed 0. Dann haben wir hier das Old Now. Get in. Game State. Timing. Now. Dann kommen wir auch so die Vollwert hinterpacken, aber das brauchen wir nicht. Was wollte ich jetzt machen? Wir wollten ein neues Elapsed setzen. Und das neue Now halt auch. Elapsed ist dann minus Now gegen Old Now. Nee, Update brauchen wir nicht. Asdoc in. Nee, Quatsch. Asdoc. Game State an der Stelle Timing. Schreiben wir auf eine neue Map rein. Now is now. Und elapsed is elapsed. Meine Güte. Dann rufen wir das ja auch noch auf. Und zwar vorm Update Player, damit wir dann im Update Player die Referenzen darauf haben. Oder die neuen Werte drin stammen. Performance is not defined. Was? Halt die Goschen. Performance. Okay. Yes. So, wenn wir dann jetzt hier statt Input mal das Timing printen, dann wird wahrscheinlich die Konsole durchdrehen. Ja. Weil es nicht da hoch einfach so hochzählen kann. Aber wie wir sehen, haben wir irgendwie 50 Millisekunden anscheinend. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Das ist richtig, 25 FPS. Aber ich will 30 haben. Oh. Ja, egal. So, ja, also die Sache ist die, wenn wir jetzt hier ein Set Timeout machen, dann und einfach hier mit 1000 durch Target FPS machen, haben wir ja nicht die Zeit berücksichtigt, die der Update-Step braucht. Mhm. Und anscheinend sind das diverse Millisekunden. Und ja, ich habe da das auch schon so gebaut, dass ich die Zeit gemessen habe, die der Update-Step gebraucht hat und das dann noch davon abgezogen und pipapo. Aber das brauchen wir hier nicht. So, und dann können wir hier nämlich an den Player mal eine Geschwindigkeit dran schreiben, die er sich bewegen soll. Dann haben wir hier Pixels per Frames oder so. Per Frame, sorry. Nee, Quatsch. Second, Pixel per Frames ist ein bisschen viel, glaube ich, ne? Ja, genau, Pixel per Second. Das, was du berechnen kannst jetzt. Dann können wir mir 50 da irgendwie sagen. Keine Ahnung, ob das viel ist, werden wir gleich sehen. Dann haben wir hier Pixels. Dann haben wir mal ein
Wert in Range State. Timing elapsed. Das sind die Anzahl der Millisekunden, die müssen wir dann mal auf irgendwie auf Sekunden rechnen, ne? Ich habe gerade kurz ein bisschen Brainfuck hier. Du willst Sekunden haben, dann 1000 durch 1000. Durch 1000, ja genau, das sind die Anzahl der Sekunden und dann kann ich das mit den Pixeln mal multiplizieren oder sowas. So, und dann brauche ich die multipliziert mit Pixel per Second aus dem Player. Das wäre jetzt auch wieder ein wunderbarer Anwendungsfall für ein Threading-Makro. Aber noch geht das, glaube ich. Die Division noch andersrum. Ja? Ja. Scheiße, Mann. Du kannst auch mal so, dass wir gucken, was passiert. Um Gottes Willen. Am Ende kommt ja nur so eine Division bei 0 raus oder sowas. Keine Ahnung. So. So, dann brauchen wir auch kein Update mehr, sondern ein Assoc. Das kann man bestimmt auch irgendwie mit irgendeiner Emacs-Funktion hier so im Rechteck irgendwie bearbeiten, aber ich kenne die nicht. Dankeschön. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich mir den selber hier konfiguriert habe und dafür finde ich, funktioniert es ganz gut. Na, irgendwas ist jetzt hier kaputt. Ebrisch bewegt sich nur einen Schritt. M? Ja, noch einen runter. Okay. Es ist anscheinend sehr, sehr langsam. 50 Frames pro Sekunde. Ja, pro Sekunde, ja, meine Güte. 500? Okay. Cool. Ach so. Quatsch. Es muss auch ein Upset sein. Weil er nur einmal nicht die X-Position neu setzt. Deswegen haben wir diesen großen Sprung da drin. Dann kommt jetzt hier wieder die gute alte Eigenschaft von Data as Code von Lisp da wieder zu. Wir können einfach die Funktion reinschreiben und alle weiteren Werte sind Parameter an dieser Funktion. So, dann kann ich plus Pixel. Ja, dann können wir Minus. Minus? Ist das jetzt richtig rum? Nee. Okay, cool. Egal, ich kann nicht. Nee, hoch und runter ist richtig. Links und rechts ist vertauscht. Minus, plus. So. Hab ich gespeichert? Ja, habe ich. Okay, cool. Aber wir können hier noch rausfahren. Und das ist ja bekanntermaßen doof. Nee, ich glaube nicht, wir gehen immer weiter hübsch ins Negative hier. Schade. Den Modul. Kommt die große Frage, ob ich hier aus dem einen Emacs in den anderen rüber kopieren kann. Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, doch? Oh, geil. Weil den Scheiß will ich nämlich nicht nochmal schreiben. das ist einfach nur die Abfrage, ob ein Objekt in einem Container drin ist. Naja, du bist ein Destrukturierung und dann haben wir hier so ein End und dann können wir hier wunderbar rumeiern. Und dafür habe ich hier einen Viewport. Ich glaube nicht. Können wir mit den Dimensions so weiter arbeiten, oder? Nee. X0, ganz klar. Y0. Also habe ich ein bisschen gedoppelt jetzt mit den Dimensions da oben. Aber das ist ja auch nur eine Demo. Und dann sagen wir hin. Das ist, glaube ich, ein Lisp 2 oder so, wo Funktionen und Symbole unterschiedliche Namespaces oder sowas haben. Weiß der Geier was. In Player. Ne, dafür brauchen wir den abgedateten Player. New Player.
Das ist, glaube ich, das erste if hier. If in new player viewport game state, dann können wir den halt falsche Klammer. Dann können wir den, also wenn er noch in dem Viewport drin ist, dann können wir den neuen Player zurückgeben. Ansonsten nehmen wir den alten Player 5. Kontext ist null. Zum einen, warum ist hier ein größer Zeichen? Zum anderen gehen wir hier den Player zurück und nicht den Game State. Ausdruck new. Player. Was? Achso, Game State. Player. New Player. Ich hätte es auch noch ein bisschen klüger machen können. Indem ich das if quasi um diesen Wert hinten drumherum packe, weil ifs ja auch Werte zurückgeben. Schöne Erfindung. Es tut sich gar nichts mehr, weil er nämlich nicht mehr da drin ist. Der ist nämlich der Player oder der Kasten ist genau auf der Kante. Jetzt mal nehmen wir auf 1. Oh, komm schon. Hey, irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Naja, okay. Der Rest kommt dann nächstes Mal. Also so kann man zumindest immer schon so eine leichte Game Loop haben. Man kann es mit dem Kasten herum bewegen. Und als ich dann so einer der Aha-Momente, den ich dann mal hatte, als ich das gebaut hatte, ist, zum einen will man nicht eine Figur in einem Kasten bewegen, sondern quasi einen Kasten um eine Figur herum. Weil so haben wir nämlich einen Snake. Wenn wir aber sowas wie ein Zelda haben möchten, bewegt sich nicht der Player, sondern die Karte um den Player herum. Und dann wird es halt total spannend, dann bewegt sich, macht man hier, updatet man nicht mehr den Player, sondern packt ihn einfach in die Mitte und hat dann immer noch den Viewport, der ist der Canvas, aber man hat ein weiteres Objekt, das ist dann quasi die Karte. Und die Karte ist ja egal, ob wir die jetzt außerhalb des Spaces bewegen, außerhalb des Viewports oder innerhalb oder wo auch immer die dann halt ist, oder ob die auch vielleicht auch größer ist als der Viewport, das ist ja scheißegal, sind aber nur Zahlen. Und man hängt dann quasi die Controls, hängt man nicht mehr an den Player, sondern an diese Karte und dreht das quasi einfach nur alles um. Und diese In-Funktion, die kriegt ja nicht mal den Player und den Viewport, sondern kriegt die Map und einen noch viel größeren Kasten. Und schiebt dann nur noch den Hintergrund herum und packt ja noch einen. Performanter. Bitte? Dann wird alles performant. Jein. Ich kann das vielleicht nochmal eben hier. Mal gucken, ob das hier mal eben schnell baut. Naja, wir holen uns noch ein paar Dependencies rein. Weil zum einen sind wir Java, haben Dependencies, zum anderen sind wir JavaScript, haben wir also Dependencies zum Quadrat. Ich habe noch einen File-Upload, der jetzt geladen wird. Keine Ahnung. Ich habe mich ganz schön mal. Bauen damit wirklich Menschen Spiele? Ich glaube nicht. Okay. Aber es funktioniert ganz gut. Ich zeig das gleich mal. Wenn das hier hochfährt. Aber das ist jetzt. Okay. Jetzt tut sie noch was. Schön. Ring ist so eine Middleware für Webserver. Warum auch immer. Machen wir das mal aus. Das Java läuft dann in einem JavaScript emuliert in einem Browser? Oder es wird nicht emuliert, es wird transpiled, genau. Also Lining ist so ein Bild-Tool. Was? Das heißt, du hast deinen Closure zu Java, zu Java Bytecode, zu JavaScript. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch der Bytecode als Zwischenschritt drin ist. Okay. Bestimmt. Aber deine Dependencies werden von Java Bytecode zu JavaScript übersetzt. Oh, okay. Lieber, hier ist gerade was richtig krank gegangen. Was?
deine Dependencies werden von Java Bytecode zu JavaScript übersetzt. Das ist oder? Gut möglich, ja. Was? Alles kaputt. Und meine. Oh, warum heißt diese Datei mit Anfang Raute? So. Ich gebe auf. Auch wenn das wahrscheinlich nicht stören dürfte. Ja, ich bin zu doof. Nein. Deine Shell ist zu doof. Nee, ich bin wirklich zu doof. Warum auch mal. Also, der, ja, bestimmt ist da noch der Byte. Nee, der Bytecode? Weiß ich nicht. Kann mir eigentlich nicht vorstellen. Also, du hast ja .java dann runtergeladen gerade. Ja, das ist gut möglich. Du kannst da auch mit Quelltext ausliefern. Ach, es funktioniert. Und es ist, glaube ich. Stimmt. Warum? Wow. Okay, irgendwas ist kaputt. Machen wir nochmal einen anderen Browser. So, localhost. Eigentlich müsste jetzt hier so eine Karte entstehen und so eine Figur und so ein Quatsch. Und in Wahrheit ist es einfach nur alles kaputt. Das ist schade. Hm. Aber guck mal, er zeigt mir sogar meinen Clojure-Script-Code an. Wahnsinn. Naja, egal. Nächstes Mal halt. Ich mache mal ein Upgrade von der jetzt gebauten Version. Das war's.